Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 16. Lesung in dem Buch Babylon, Mysterienreligion von Ralph Woodrow. 1966 geschrieben, in den 90er Jahren von dem Autoren widerrufen, aber nichtsdestotrotz genauso richtig, wie es vor dem Schreiben des Buches selbst war, sind all die Fakten auch nach der Widerrufung des Autors dieses Buches danach auch noch wahr. Dafür gibt es unzählige Zeugen, dafür gibt es Millionen Zeugen, die Zeugen von Jesu Christi, die im Laufe der Jahrhunderte unter dem Joch des Antichristen gelitten haben, die gefoltert wurden und die gestorben sind. Und genau von denen, hauptsächlich die gefoltert wurden, nämlich die von der römisch-katholischen Kirche als Ketzer bezeichnet wurden, von denen handelt das 14. Kapitel in dem Buch Babylon Mysterienreligion, wo wir letztes Mal ja nach dem Lesen der ersten Seite darin abgewichen sind in die päpstliche Bulle, ad extirpanda, also zur Ausrottung, was anderes heißt extirpanda, wie es im Englischen heißt, extirpate, auszurotten nämlich nicht. Da geht es nämlich um die Ausrottung Andersgläubiger. Alles das, was nicht glaubt, alles das, was nicht bekennt, was der Papst dogmatisiert, was der Antichrist, was der Stellvertreter Satans auf dieser Erde dogmatisiert in seiner Kirche, alles Andersdenkende muss ausgelöscht werden. Und das tun sie mit Mann und Macht. Das tun sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und diese Mittel sind unter anderem aufgerichtete katholische Orden, die als Bettelorden begonnen sind unter dem sogenannten heiligen Dominikus und dem heiligen Franziskus, nachdem sich ja unser heutiger Papst Jorge Mario Bergoglio auch benannt hat, als Papst Franziskus. Das ist ja offiziell sein Grund, dass er sich benannt hat nach dem Franzis von Assisi, der Aufrichter des Franziskanerordens. Und das ist nicht wahr, weil im Grunde hat er sich berufen auf Franz Xavier, Mitbegründer der Jesuiten, ein Gefolgsmann von Ignatius von Loyola. Jedenfalls diese zwei Bettelorden, die im 11. Jahrhundert gegründet wurden und dann im Laufe des 12. Jahrhunderts und vor allen Dingen im 12. Jahrhundert sich sehr stark entwickelt haben, in der zweiten Hälfte und dann im 13. Jahrhundert zu einer vollen Blüte aufgestiegen sind. Diese beiden Orden helfen der römisch-katholischen Kirche bei der Verfolgung Andersgläubiger, die sie Ketzer nennt. Und dafür gehen wir in die Bulle rein, die, wie gesagt, wir letztes Mal bereits angefangen hatten. Von den 38 Gesetzen, die darin stehen, haben wir die ersten drei besprochen. Wir fahren heute in et extirpanda fort mit dem vierten Gesetz. Wir sehen hier Innozenz der Vierte, das ist also der Antichrist, der diese Bulle ad extirpanda 1252 offiziell in Wirkung gesetzt hat. Und die haben die ersten drei Gesetze gelesen. Es geht jetzt hier mit Gesetz Nummer 4 weiter. Und da schreibt diese päpstliche Bulle, die direkt nach Veröffentlichung Teil des römisch-kanonischen Rechtes wird und damit unveränderlich immer weiter Gültigkeit hat, auch heute im 21. Jahrhundert noch. Da steht hier im Gesetz 4, die so ernannten Personen können und sollen die ketzerischen Männer und Frauen ergreifen und ihren Besitz abführen, also mit anderen Worten, sie jeglicher weltlicher Güter berauben und von anderen wegtragen lassen und die Ketzer oder deren Verhaftung in die Obhut des Diözesanbischofs oder seiner Stellvertreter nehmen und dafür sorgen, dass diese Dinge in der Diözese sowie in ihrer gesamten Gerichtsbarkeit und ihrem gesamten Bezirk vollendet werden. Gesetz Nummer 5. Das Staatsoberhaupt oder was auch immer in der Öffentlichkeit an erster Stelle steht, muss dafür sorgen, dass die auf diese Weise verhafteten Ketzer in die Zuständigkeit des Diözesans oder seines Stellvertreters, in welchem Bezirk, welcher Stadt auch immer, gebracht werden oder wo der Diözesanbischof sie hinbringen möchte. Ja, ihr müsst ein wenig entschuldigen, wenn hier solche kleinen Schreibfehler sind, wie sowas hier, welcher Stadt oder Stadt auch immer. Da ist die Übersetzung ein klein wenig holprig gelaufen, die ist aber auch sehr kurzfristig erst passiert. Und von daher sollten wir das dem Übersetzer nachgeben, dass die Übersetzung nicht perfekt ist. Das war sie auch vorher schon im vorherigen gelesenen Teil nicht. Und das ist halt, wenn man mit dem Google-Übersetzer nicht allzu viel Zeit hat. Und ich habe es auch nicht Korrektur lesen können, dazu fehlte mir die Zeit. Aber das werdet ihr uns sicher nachsehen, weil immerhin ist es so leichter zu lesen, als wenn ich euch das jetzt in Englisch hätte vorlesen müssen. Vor allen Dingen für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, aus welchem Grund auch immer.
Gesetz Nummer 6. Die Äußerungen der vorgenannten Beamten sind in jeder ihrer Amt betreffenden Angelegenheit, insbesondere in dem vorgenannten Eid, Michael hat ja letzte Sendung deutlich darüber gesagt, was in der Bibel steht, über einen Eid zu schwören oder überhaupt zu schwören steht, dem vorgenannten Eid getreu zu akzeptieren. Entgegenstehende Argumente sind nicht zulässig, wenn zwei, drei oder mehr der Anwesenden solche Beamten sind. Na, lesen wir das doch nochmal. Die Äußerungen der vorgenannten Beamten sind in jeder ihrer im Amt betreffenden Angelegenheit, insbesondere in dem vorgenannten Eid, getreu zu akzeptieren. Entgegenstehende Argumente sind nicht zuverlässig. Also man kann diesen Menschen überhaupt nicht widersprechen. Mit anderen Worten, ihr Wort ist Gesetz, wenn zwei oder drei oder mehr der Anwesenden solche Beamte sind. Wenn diese Beamten ausgewählt werden, werden sie außerdem schwören, alle diese Gesetze nach bestem Wissen und Gewissen treu zu befolgen, um bei all den Verpflichtungen, die sie, da sie zu ihrem Amt gehören, voll erfüllen, nichts als die Wahrheit zu sagen. Das Problem ist, und deswegen habe ich das grün angestrichen, wer bestimmt hier, was die Wahrheit ist? Nicht Gott mit seiner Bibel, mit seinem Wort gilt hier als Maßstab, was die Wahrheit ist, sondern der Mensch, der fehlbare kleine Gott in seinem Thron in Rom oder auf seinem Thron in Rom, der ist derjenige, der hier bestimmt, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Gesetz Nummer 8. Und sowohl die oben genannten 12 Männer, ja, deswegen habe ich es hier nochmal mit der Zahl angeschrieben, 12, eine ganz wichtige biblische Zahl, die hier natürlich vom Antichristen missbraucht wird, sowohl die oben genannten 12 Männer als auch ihre oben genannten Diener und Notare, ob als Gruppe oder einzeln, werden in allem, was zu ihrem Amt gehört, das volle Kommando haben, unterstützt durch die Exekutiv- und Strafgewalt des Staates. Gesetz Nummer 9. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher ist verpflichtet, alle Gebote, die ihr Amt von ihnen verlangt, als feste und unwiderrufliche Gebote zu behandeln und diejenigen zu bestrafen, die sich nicht an diese Gebote halten. Gesetz Nummer 10. Erhalten die genannten Beamten durch die Ausübung ihrer Tätigkeit jederzeit einen Schaden an ihren Personen oder Gütern, so werden sie durch eine vollständige Entschädigung schadlos gehalten. Weder diese Beamten, so fährt Gesetz Nummer 11 fort, noch ihre Nachfolger dürfen sich zu irgendeinem Zeitpunkt darüber einigen, was sie tun oder aus was ihre Pflichten bestehen, es sei denn, diese Vereinbarung wird von den oben genannten Diözesanen und Ordensgemeinschaften diktiert. Gesetz Nummer 12 schreibt vor, dass die Amtszeit dieser Beamten beträgt nur 6 Monate, die das Staatsoberhaupt, wenn sie abgeschlossen sind, nach der vorgeschriebenen Form durch eine gleiche Anzahl von Beamten zu ersetzen hat, die die genannte Amtszeit in der gleichen Form im folgenden Halbjahr ausüben. Nun, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt hat, wie oder was in der Inquisition, in der Folterkammer oftmals passiert, dann versteht man, dass viele von diesen Menschen nach 6 Monaten ausgetauscht werden. Wir sehen hier dieses Bild von der Bulle ad extirpanda. Ich mache es mal ein klein wenig größer. Denn das, was wir hier sehen, das nennt man ein Auto da fe. Ja? Das ist eine öffentliche Verbrennung, die hier später stattfinden wird. Die zwei Personen, die hier an diese Pfähle gebunden sind, werden später öffentlich verbrannt. Hier oben sitzt der Großinquisitor und das ist das Inquisitionstribunal und die Leute wurden verurteilt zum Tode und werden hier öffentlich verbrannt werden und das nennt man ein Auto da fe. Ja, steht auch hier, Auto da fe hier unten dran, habe ich gar nicht gesehen. Der Punkt ist, wenn man monatelang solche Arbeit macht, dann ist es nicht so abwegig, von dieser Arbeit auch mal abgelöst zu werden. Und das ist genau das, was hier in diesem Gesetz steht. Ja? Weil manche Leute das nur ein halbes Jahr durchhalten. Manche Leute halten es nicht mal ein halbes Jahr durch, manche Leute halten das so ein ganzes Leben lang durch. Wie, das weiß ich nicht. Von welchem Geist müssen die wohl besetzt sein? Nicht vom Heiligen Geist, das ist schon mal deutlich genug. Aber hier wird halt dafür gesorgt, dass die Amtszeit dieser Menschen nur 6 Monate ist und dass sie danach
abgelöst werden und eben dann sich mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Auch hilft das wahrscheinlich, um Korruption innerhalb des Systems zu verkommen, meint der Antichrist wohl. Gesetz Nummer 13 sagt, diese Beamten erhalten aus der Staatskasse oder dem Bezirk, wenn sie die Erfüllung der Aufgaben verlassen, jede von ihnen 18 Goldmünzen, die das Staatsoberhaupt oder der Herrscher ihnen geben muss. Wenn nicht, dann spätestens am dritten Tag nach ihrer Rückkehr in dieselbe Stadt oder in denselben Bezirk. Also auch die Bezahlung ist hier geregelt, neben dem, dass sie sowieso von den Ketzern alles Eigentum konfiszieren können. Gesetz Nummer 14, das sagt das, was ich gerade eben gesagt habe, das Beschlagnahmen, Konfiszieren von Eigentum. Darüber hinaus werden sie ein Drittel des Vermögens, also über das, was sie hier sowieso schon bezahlt bekommen, 18 Goldmünzen, darüber hinaus werden sie ein Drittel des Vermögens der Ketzer beschlagnahmen. Ein Drittel der Geldstrafen, zu denen die Ketzer verurteilt werden, gehen an die niedrigeren Beamten, die sich mit diesem Lohn begnügen müssen. Aber da kann man sich vielleicht vorstellen, bei Millionen und Millionen und Abermillionen verfolgten Ketzern im Mittelalter kam selbst da eine ganze Menge Geld zusammen. Und wenn man Beamter war, dann hatte man so gesagt, finanziell ziemlich ausgesorgt zu der Zeit. So würde ich das zumindest verstehen aus der Geschichte, soweit sie mir bekannt ist. Ein Drittel des Vermögens der Ketzer wird beschlagnahmt, das fällt mir dann sowieso zu. Und von den Ketzern, die verurteilt werden, geht dann noch ein Drittel der Geldstrafen an die niedrigeren Beamten. Gesetz Nummer 15 sagt, sie dürfen jedoch in keiner Weise verpflichtet werden, eine andere Aufgabe oder Arbeit zu erfüllen, die diese Aufgabe stört oder stören könnte. Also mit anderen Worten, die Leute müssen sich 100% auf ihre Arbeit konzentrieren können und sie dürfen von nichts anderem abgelenkt werden. Sie dürfen keine andere Arbeit verrichten als nur die Verfolgung von sogenannten Ketzern. Gesetz 16 sagt, keine Gesetzgebung, die verabschiedet wurde oder noch zu verabschieden ist, ist befugt, in eine dieser offiziellen Funktionen einzugreifen. Also mit anderen Worten, wir schaffen hier ein Gesetz perpetuum mobile. Ja? Dieses Gesetz kann nicht abgeändert werden. Gesetz Nummer 17. Und wenn einer dieser Beamten durch Inkompetenz, Faulheit, Beschäftigung mit einer anderen Aufgabe oder Überschreitung der Grenzen seiner Autorität vom genannten Diözesanbischof und Orden aus dem Amt entfernt wird, muss das Staatsoberhaupt oder Herrscher ihn durch ihren Befehl oder ihr Wort entfernen und nach der vorgeschriebenen Form einen anderen ersetzen. Wenn einer dieser Beamten, sagt Gesetz Nummer 18, treulos oder fälschlicherweise die Grenzen seiner Befugnis überschreitet, den inhaftierten Personen unter ketzerischer Anklage Hilfe und Trost zu gewähren, habt ihr das gut verstanden? Man handelt als Beamter treulos, wenn man den inhaftierten ketzerischen Personen, die unter ketzerischer Anklage stehen, Hilfe und Trost gewährt. Das muss man sich mal vorstellen. Menschlichkeit wird hier bestraft, mit anderen Worten. Ja? Wenn einer dieser Beamten treulos und fälschlicherweise die Grenzen seiner Befugnis überschreitet, den inhaftierten Personen unter ketzerischer Anklage Hilfe und Trost zu gewähren, und zwar neben der ewigen Verleumdung, die er als Beschützer der Ketzer erleiden wird, wird er vom Staatsoberhaupt oder Herrscher nach dem Urteil der genannten Diözesanen und Mönchischen Orden des Ortes bestraft werden. Also mit anderen Worten, wenn du Menschlichkeit gegenüber den angeklagten Ketzern zeigst, dann wirst du selbst bestraft, angeklagt und, wie wir in späteren Gesetzen noch lesen werden, selbst als Ketzer behandelt. Gesetz Nummer 19 sagt, wenn der Diözesan, sein Stellvertreter oder die vom Apostolischen Stuhl beauftragten Inquisitoren auf ihren Missionen ankommen, werden das Staatsoberhaupt und seine Vasallen und anderen Assistenten Hilfe leihen und ihre Pflicht mit ihnen treu erfüllen. Jeder, unabhängig davon, ob er im Land anwesend ist oder dort seine Hilfe in Anspruch nehmen soll, ob im Staat oder in seiner Gerichtsbarkeit oder in irgendeinem
Bezirk jeglicher Art, wird verpflichtet sein, den genannten Beamten und ihren Assistenten Rat und Hilfe zu erteilen, wenn sie versuchen, einen Ketzer oder eine Ketzerin festzunehmen oder das Hab und Gut einer solchen Person zu beschlagnahmen oder Beweise zu sammeln oder ein Haus oder ein Herrenhaus oder ein Versteck zu betreten, um Ketzer zu verhaften, unter Androhung der Zahlung von 25 Pfund bei Kaiserlichen als Strafe oder Geldstrafe wegen ihrer früheren Loyalität, die sich in irgendeiner Weise in Verfall verwandelt. Die Regierung einer Stadt zahlt 100 Pfund, eine Herrschaft 50 Pfund in Münzen. Jetzt wird es interessant und wir kommen ein wenig auf die richtige Verfolgung zu sprechen. Und da habe ich, wie gesagt, einen Film vorbereitet, der heißt Stupor Mentis ad Extirpanda. Dauert eine kleine 8 Minuten. Und den lasse ich mit Ton, aber nicht allzu laut, dass man mich auch daneben noch versteht, laufen. Ihr, die mir auf Skype folgt, ihr könnt es nur sehen. Ich habe euch das nicht geschickt. Ist ja auch nicht wichtig, weil dann hört ihr ja nur das, dann hört ihr mich ja nicht mehr. Das könnt ihr dann später, wenn das Video veröffentlicht, könnt ihr die Musik dabei auch hören. Hier von Stupor Mentis ad Extirpanda. Ich spiele das jetzt bei Gesetz 20 mal ab. Wer die Kühnheit hat, die Flucht aus der Obhut eines männlichen oder weiblichen Ketzers zu organisieren oder versucht, die Verhaftung einer solchen Person zu verhindern, oder den Zutritt eines Beamten in ein Haus oder einen Wohnort zu verhindern, um die Verhaftung zu verhindern oder die Sammlung von Beweismitteln für diese Person zu verhindern, müssen alle seine Güter nach dem Gesetz von Padua, als Friedrich dort Kaiser war, auf unbestimmte Zeit in den Staat überführt werden und das Haus, das dem Beamten verwehrt wurde, muss dem Erdboden gleichgemacht und sein Wiederaufbau verboten werden. Und die darin gefundenen Gegenstände werden den Beamten, die die Verhaftung vornehmen, zugesprochen werden. Und wenn die Ketzer als Ergebnis dieses Verbots oder dieser besonderen Präventivmaßnahme gefunden werden, verliert der Bezirk an den Staat 200 Pfund. Orte, sowohl der Bezirke als auch des Staates, 50 Imperiale, das ist eine höhere Währung als die Pfund, es sei denn, innerhalb von 3 Tagen wird der oder die Möchtegern-Befreier der Ketzer zu einem persönlichen Gespräch vor das Staatsoberhaupt gebracht. Also, fassen wir mal kurz die in grün markierten Textstellen dieses Gesetzes Nummer 20 zusammen. Wer die Kühnheit hat, die Flucht zu organisieren, die Verhaftung zu verhindern, dem müssen alle seine Güter dem Erdboden gleichgemacht werden. Ja? Also mit anderen Worten, wenn ich selber dabei ertappt werde, einem Ketzer zu helfen, dann werde ich nicht anders behandelt als der Ketzer selbst. In Gesetz Nummer 21 lesen wir dann: Vor allem muss das Staatsoberhaupt oder der Herrscher alle ab diesem Zeitpunkt zu verhaftenden Ketzerinnen und Ketzer in das Gewahrsam der vom Diözesan ernannten katholischen Männer, falls vorhanden, und der oben genannten Mönchsorden, also Dominikaner und Franziskaner, in einem für sie vorgesehenen sicheren und geschützten Gefängnis halten, in dem nur sie, fernab von Dieben und Verstößen gegen das weltliche Strafgesetzbuch, bis zur Entscheidung über ihre Fälle festgehalten werden. Auslagen sind vom Staat oder dem Landkreis zu übernehmen. Gesetz Nr. 22. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt ein nicht-heretikaler oder eine Mann oder eine nicht-heretikale Frau angibt, dass die bereits gestandenen Ketzer keine Ketzer sind, oder wenn vielleicht die Nicht-Heretiker verlangen, dass die oben genannten betrügerischen Personen aus der lebenslangen Haft entlassen werden, obwohl sie dennoch verurteilt werden und als solche anerkannt werden müssen, die Personen, die solches tun, werden nach dem oben genannten Gesetz ihr ganzes Vermögen an den Staat auf ewig abtreten. Mit anderen Worten, um das mal in Neudeutsch zu formulieren, heißt das, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt jemand, der kein Heretiker ist, Mann oder Frau, angibt, dass bereits gestandene Ketzer eigentlich gar keine Ketzer sind, dann wird mir oder demjenigen das ganze Vermögen auf ewig vom Staat abgenommen. Also man darf nicht für Ketzer eintreten, auch nicht, wenn die Gesetze bereits oder die Strafen bereits vollzogen wurden. Gesetz Nummer 23.
Das Staatsoberhaupt und der Herrscher welcher Art auch immer sind besonders verpflichtet, alle männlichen und weiblichen Ketzer, unter welchem Namen auch immer, innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Verhaftung dem Diözesan oder seinem Stellvertreter oder den Inquisitoren der Ketzerei zur Verfügung zu stellen, um die Untersuchung ihrer selbst und ihrer Ketzerei durchzuführen. 24. Diejenigen, die von dem vorgenannten Diözesanbischof, Stellvertreter oder Inquisitoren wegen Ketzerei verurteilt wurden, werden sofort oder mindestens innerhalb von 5 Tagen in Fesseln an das Staatsoberhaupt oder den Herrscher oder seinen Sonderbeauftragten gebracht und dieser wendet die gegen diese Person erlassenen Vorschriften an. 25. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss alle Ketzer, die er in Gewahrsam hat, zwingen, vorausgesetzt er tut dies, ohne sie zu töten oder ihre Arme oder Beine zu brechen, als eigentliche Räuber und Mörder von Seelen und Dieben der Sakramente Gottes und des christlichen Glaubens ihre Irrtümer zu gestehen und andere Ketzer zu beschuldigen, die sie kennen, und ihre Motive anzugeben und diejenigen, die sie verführt haben und diejenigen, die sie untergebracht und verteidigt haben. Sie müssen als Diebe und Räuber materieller Güter dazu gebracht werden, ihre Komplizen zu beschuldigen und die Verbrechen, die sie begangen haben, zu bekennen. Und das Haus, fährt Nummer 26 fort, in dem ein männlicher oder weiblicher Ketzer entdeckt wurde, soll mit dem Erdboden gleichgemacht werden und niemals wieder aufgebaut werden, es sei denn, der Herr des Hauses hat die Entdeckung der Ketzer veranlasst. Und wenn der Hausherr andere Häuser in der gleichen Nachbarschaft besitzt, werden alle anderen Häuser in gleicher Weise zerstört und die Waren, die im Haus und den damit verbundenen, anderen gefunden werden, werden an die Bevölkerung verteilt und gehören demjenigen, der sie wegträgt. Das ist, wie nennt man das? Looting im Englischen, ne? Wie nennt man das im Deutschen? Looting. Wenn man so in Geschäfte reingeht und die ausraubt. Ich hab's auch gleich. Ich komme nicht auf das Wort. Looting ist es im Englischen. Ich komme nicht auf das deutsche Wort. Ich denke mal an Meuterei, aber mit Meuterei hat das ja nichts zu tun. Also ihr wisst da, wenn man jetzt zum Beispiel wie bei diesen Demonstrationen geht, 20 Demonstrationen oder sowas. Plündern, danke, ja, plündern, ja. Genau. Ne? Also das ist hier ganz deutlich der Aufruf zum Plündern. Ne? Ja, werden an die Bevölkerung verteilen, gehören demjenigen, der sie wegträgt. Es sei denn, die Entferner werden gesetzlich genannt. Vor allem muss der Hausherr neben der ewigen Schande der Regierung oder der Ortschaft 50 Pfund in Münzen zahlen. Wenn er nicht zahlen kann, wird er lebenslange Haft erleiden. Der Bezirk, in dem die Ketzer verhaftet oder entdeckt werden, wird der Regierung des Staates 100 Pfund zahlen und ein Herrenhaus wird 50 zahlen und die Regionen, die an die Herrenhäuser und Staaten angrenzen, ebenfalls 50 Pfund. Gesetz Nummer 27. Wer erwischt wird, indem er neben den anderen Strafen, die in ihren logischen Stellen in anderen Passagen dieses Dekrets ordnungsgemäß erwähnt werden, einen männlichen oder weiblichen ketzerischen Rat, Hilfe oder Gefälligkeit gibt, wird durch dasselbe Gesetz in Ungnade fallen und wird weder zum öffentlichen Amt, noch zu öffentlichen Angelegenheiten, noch zur Wahl von Personen zu diesen zugelassen, noch kann er in einem Gerichtsverfahren aussagen. Insofern wird seine Unfähigkeit auszusagen gehen, das wird so weit gehen, dass er Erben weder hinterlassen noch sie selbst erben wird. Niemand darf gezwungen werden und auf ihm initiierte Geschäftsabschlüsse zu reagieren, aber er wird von anderen dazu gezwungen. Außer er wird von anderen dazu gezwungen, würde das, sollte das wohl richtig übersetzt heißen. Wenn er zufällig ein Richter ist, wird sein Urteil nichts beweisen, noch wird er einen Fall anhören. Wenn er ein Anwalt ist, wird seine Verteidigung vor Gericht nie durchgesetzt werden können. Wenn er Notar ist, sind die von ihm erstellten Rechtsdokumente völlig ungültig. Diejenigen, die den falschen Lehren der Ketzer Gehör schenken, werden wie Ketzer bestraft. Also, mit anderen Worten, wenn ich einem Ketzer Gehör schenke, dann werde ich selber wie ein Ketzer behandelt. Ja, ich habe jetzt nicht allzu viel davon gesehen, aber kann ich mir ein anderes Mal angucken. Fand das ganz interessant, hier nebenbei laufen zu lassen, auch wenn wir noch nicht mit den wirklichen Inquisitionsmethoden uns hier beschäftigt haben.
Da kommen wir aber noch zu, weil wir lesen ja auch gleich in dem Buch noch weiter. Wir haben noch 10 Gesetze vor uns und die werden wir auch eben nochmal durchlesen. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss dafür sorgen, dass die Namen aller Menschen, die durch, die durch Ketzerei oder ein entsprechendes Gesetzbuch bekannt geworden sind, in einheitlicher Form und Weise in 4 Büchern geschrieben werden, von denen eines an den Staat oder die örtliche Regierung, ein anderes an den Diözesanbischof, das dritte an die dominikanischen Mönche und das vierte an die Franziskaner geht. Und die Namen dieser Personen sind 3-mal im Jahr in einer feierlichen öffentlichen Zeremonie laut vorzulesen. Muss man sich mal vorstellen, ne? Und das sind Methoden, die sie bereits im 13. Jahrhundert hatten. Was meint ihr, wie man heute von der Regierungsstelle beobachtet wird, in wie viele Bücher wir heute geschrieben werden, anstatt diese 4, und wie man heute damit umgehen kann, um diese Leute öffentlich anzuprangern? Das sieht man ja jedes Mal, wenn irgendwelche Charaktermorde passieren. Das ist genau wie Gail Ripplinger in dem Interview sagte, das ich mir heute angeguckt habe. Das ist ein Interview von etwas über 3 Stunden von Gail Ripplinger, die das unter anderem das Buch geschrieben hat, New Age Bible Versions, in dem sie die König James Bibel verteidigt. Die hatte da auch eine Aussage zu gemacht und angesprochen auf bestimmte Verleumdungen, die an ihre Person geschleudert werden, hatte sie nur gesagt, ja, das ist die Taktik, wenn man keinen Fehler in meiner Lehre finden kann, dann greift man natürlich meine Person an. Das ist eine bekannte Taktik, ohne dass sie jetzt den Namen Jesuiten dazugefügt hat. Das ist eine jesuitische Taktik. Wenn ich nichts Falsches in der Botschaft der Person finden kann, dann falle ich die Person an, dann attackiere ich die Person, begehe ich Charaktermorde. Und nichts anderes ist das, was wir hier stehen. Ne? Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss dafür sorgen, dass die Namen aller Menschen, die durch Ketzerei oder ein entsprechendes Gesetzbuch bekannt geworden sind, das heißt nicht, dass sie Ketzer sind. Das heißt nicht, dass sie bekannt haben. Das heißt nur, dass sie dessen angeklagt sind, dass diese in einheitlicher Form und Weise in 4 Bücher geschrieben werden. Von dem eines an den Staat, eins an die örtliche Regierung, eines an den Diözesanbischofs, eins an die Dominikanischen, eins an die Franziskaner geht. Und die Namen dieser Personen sind 3-mal im Jahr in einer feierlichen öffentlichen Zeremonie laut vorzulesen. Also die Menschen werden in aller Öffentlichkeit in ihrem Dorf angeprangert. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr geht bei eurem Dorf auf den Markt und da sind 3 Tage im Jahr, da steht dann einer der Regierungsleute und der liest dann einen Namen vor und euer Nachbar, euer Freund, euer Bruder kann dazwischen sein, dem sein Name wird da laut vorgelesen und er wird als Ketzer da verleumdet. Und dann ist natürlich noch dabei, in dem Augenblick, wenn er als Ketzer da kennbar gemacht wird, dann dauert es auch nicht mehr lange und die Autoritäten werden sich auf ihn stürzen. Es gab auch Lynchparteien von Ketzern in kleineren Dörfern, das ist euch auch wahrscheinlich bekannt, oder sie werden halt dem Inquisitorum oder dem Inquisitionsgericht vorgeführt werden. Hattest du eine Bemerkung, Michael? Ja, diese Taktik nennt sich Argument ad hominem, also das Argument gegen die Person. Danke. Gesetz Nummer 29 dann. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss die Söhne und Enkel der Ketzer und diejenigen, die sie untergebracht haben, sie verteidigen und ihnen Hilfe gewährt haben, sorgfältig untersuchen und darf sie in Zukunft in keine öffentlichen Angelegenheiten oder öffentlichen Ämter einweisen. Gesetz Nummer 30 sagt, das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss einen seiner vom Diözesan gewählten Helfer, wenn es einen gibt, mit den genannten vom apostolischen Stuhl erhaltenen Inquisitoren, so oft sie wollen, in die Zuständigkeit des Staates und des Bezirks entsenden. Dieser Helfer, welchen die genannten Inquisitoren bestimmt haben, wird 3 Männer oder mehr zuverlässige Zeugen oder, wenn es ihnen sinnvoll erscheint, die ganze Nachbarschaft zwingen, vor den genannten Inquisitoren auszusagen, wenn sie Ketzer entdeckt haben oder ihre Motive entlarven wollen, ob die Ketzer Riten in geheimen Versammlungen feiern, wie zum Beispiel das Abendmahl ohne die Transsubstantiation oder das gemeinsame Leben der Gläubigen und ihre Bräuche verspotten. Oder ob die Zeugen diejenigen enthüllen wollen, die die Ketzer verführt haben. Oder ihre Verteidiger. Oder diejenigen, die sie unterbringen. Oder diejenigen, die den Ketzern auch nur helfen.
Das Staatsoberhaupt wird gegen den Angeklagten nach den Gesetzen des Kaisers Friedrichs vorgehen, als er Padua regierte. Nummer 31. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss innerhalb von 10 Tagen nach der Anklage folgende Aufgaben erfüllen: Die Zerstörung der Häuser, die Verhängung der Geldbußen, die Verbringung und Aufteilung der gefundenen und beschlagnahmten Wertsachen, die alle bereits in diesem Dekret beschrieben wurden. Er muss innerhalb von 3 Monaten alle Geldstrafen in Münzen erhalten und sie auf die nachstehend darzulegende Weise aufteilen und diejenigen, die nicht zahlen können, wegen Verbrechens verurteilen und sie im Gefängnis festhalten, bis sie können. Das ist heute auch nicht anders, ne? Wirst du zu einer Geldstrafe verurteilt, die du nicht bezahlen kannst, wirst du auch in den Knast gesteckt. Er wird jedoch für alle diese Dinge, wie sie im Folgenden beschrieben werden, einer Untersuchung unterzogen und außerdem muss er einen der vom Diözesanbischof oder seinem Stellvertreter und den genannten Inquisitoren gewählten Assistenten benennen, um alle diese Aufgaben sorgfältig auszuführen. Ein anderer Assistent wird ersetzt, wenn er dies beschließt. Gesetz Nummer 32. Kurz gesagt: Keine dieser Verurteilungen oder Strafen darf in irgendeiner Weise aufgehoben oder begnadigt werden. Also einmal ausgesprochen, einmal verurteilt, gibt es keine Berufung. Gesetz 32 sagt in Vollständigkeit, Zitat: Keine dieser Verurteilungen oder Strafen, die aufgrund von Ketzern verhängt werden, darf weder durch den Antrag einer öffentlichen Versammlung, den Rat von Beratern oder irgendeine Art von Volksaufstand, noch durch die angeborene Menschlichkeit der Autoritätspersonen in irgendeiner Weise aufgehoben oder begnadigt werden. Gesetz Nummer 33. Das Staatsoberhaupt oder der Herrscher muss das gesamte Eigentum der Ketzer, das von den genannten Beamten beschlagnahmt oder entdeckt wird, und die von diesen Ketzern verhängten Geldbußen in folgender Form und Weise aufteilen. Also das ist verpflichtet, so muss es aufgeteilt werden. 1/3 geht an die Regierung des Staates oder Kreises. Der 2. als Belohnung der Industrie des Amtes geht an die Beamten, die diesen besonderen Fall bearbeitet haben. Das 3. wird an einem sicheren Ort deponiert, der von dem genannten Diözesanbischof und den Inquisitoren aufbewahrt wird und nach eigenem Ermessen ausgegeben, um den Glauben zu fördern, also den Aberglauben, den römisch-katholischen, und den Ketzer, den bibelgläubigen Christen, zu vernichten, wobei diese Politik trotz eines Gesetzes, das gegen diese Aufteilung des Eigentums des Ketzers erlassen wurde oder wird, vorherrscht. 34. Versucht jemand, eine dieser Satzungen ohne besondere Autorität des apostolischen Stuhls aufzuheben, zu reduzieren oder zu ändern, muss das Staatsoberhaupt oder der damalige Herrscher über den Staat oder Bezirk ihn nach der vorgeschriebenen Form als öffentlichen Anwalt und Gönner der Ketzer bekannt machen und ihm 50 Imperials, also wahrscheinlich Reichsmünzen, in Münzen als Geldstrafe auferlegen. Und wenn das Staatsoberhaupt nicht in der Lage ist, diese einzuziehen, muss er ihn zu einem Gesetzlosen erklären, einem Brandmal, das erst nach zweimaliger Zahlung der Summe entfernt werden darf. Wenn das Brandmal dann ein richtiges Brandmal ist, wie wir gerade eben im Beginn dieses Films gesehen haben, den ich abgespielt habe, dann verschwindet das auch nicht nach zweimaliger Zahlung der Summe. Das Staatsoberhaupt, fährt Gesetz Nummer 35 fort, oder der Herrscher muss in den ersten 10 Tagen seiner Amtszeit durch die Beschäftigung von 3 treuen katholischen Männern, die also wahrscheinlich ein extra Eid geleistet haben, die zu diesem Zweck vom Diözesanbischof, falls vorhanden, und den dominikanischen und franziskanischen Brüdern ausgewählt wurden, den jüngsten Inhaber seines Amtes und dessen Gehilfen untersuchen, über alles, was in diesen Gesetzen oder Verordnungen und Gesetzen gegen Ketzer und ihre Komplizen geschrieben steht, und diejenigen zu bestrafen, die die Grenzen ihrer Autorität für jedes Einzelne, das sie versäumt haben, überschritten haben, und die derzeitige Regierung dazu zwingen, die verlorene Funktion wiederherzustellen. Noch oder weder darf eine Abweichung vom regulären Verfahren dazu führen, dass jemand in der Regierung von der Untersuchung ausgenommen wird. Die letzten 3 Gesetze lauten dann wie folgt: Die 3 genannten Männer sollen schwören, dass sie in gutem Glauben gehandelt haben, als sie die vorherige Regierung in Bezug auf alles in diesen Gesetzen und Vorschriften untersucht haben. Darüber hinaus muss das Staatsoberhaupt
oder der Herrscher einer Stadt oder eines Bezirks das, was in einem Gesetz oder einer Rechtsordnung als widersprüchlich oder behindernd empfunden wird, ganz streichen oder löschen. Und zu Beginn und in der Mitte seiner Amtszeit wird er veranlassen, dass diese Gesetze, Verordnungen und Gesetze in einer öffentlichen Versammlung feierlich vorgelesen werden. Und selbst an Orten außerhalb seiner Gerichtsbarkeit oder seines Bezirks werden sie festgelegt, wenn sie den vorgenannten Diözesanen oder den vorgenannten Personen gut erscheinen. Also so viel zur Jurisdiktion innerhalb dieser drei genannten Orte. Es ist ebenso ausbreitbar auf weitere Regionen. Das 38. und letzte Gesetz schließlich besagt, schließlich müssen alle diese Satzungen, Forderungen und Gesetze und was auch immer der apostolische Stuhl jederzeit gegen Ketzer und ihre Komplizen erlässt, in vier Büchern in einheitlichem Format geschrieben werden, von denen das erste im Rechtsarchiv des Staates, das zweite beim Diözesanbischof, das dritte bei den Dominikanern, das vierte bei den Franziskanern hinterlegt wird. Alles mit größter Sorgfalt, damit sie in keiner Weise von Fälschern verletzt werden. Gegeben in Perusio am 15. Mai im 9. Jahr des Pontifikats von Innozenz dem 4. im Jahre 1252. Von 1243 ist er angetreten, wie wir hier oben ja bereits gelesen haben. Das war die Bulle Ad Extirpanda. Bevor wir jetzt hier auf das Buch zurückkommen, will ich doch mal eben sehen, ob ich nicht in Herrscher des Bösen mal eben das Teil aufschlagen kann. Mal erstmal sehen, wo das ganze Buch hier ist. 10.11. das hier. Mal eben sehen, ob ich das ganz schnell finde. Dann kann ich das auch noch vorlesen. Directorum Inquisitorum. Inquisit. Ich versuche es mal so auf diese Art und Weise. Inquisition. Inquisitoren. Da geht es ja um diese Inquisition hier, aber wo ist das Directorum Inquisitorum? Ich weiß nicht, wo genau das steht. Deswegen wollen wir eben sehen. Hier steht's. Nicht drüber hinweglesen, Jörg, hier steht's. Das ist auf Seite Kapitel 8, Einzug, ja, über die Jesuiten. Da lesen wir, und dann nehmen wir das mal eben hier mit rein jetzt in unsere Lesung von Babylon Mysterien Religion über das Directorium Inquisitorum. Eine Generation später, also geht es hier um die Errichtung der Jesuiten 1540, eine Generation später wurden die Richtlinien der römischen Inquisition unter jesuitischer Leitung auf Befehl des Generalinquisitors veröffentlicht. Dieses Directorium Inquisitorum von 1584, also wir sprechen jetzt 350 Jahre nach Ad Extirpanda, aber auch 300 Jahre bereits, dass die Inquisition am Wüten war unter den Menschen, wurde Antichristpapst Gregor der 13. geweiht, dem Papst, der den Jesuiten das Recht gewährte, im Handel und Bankwesen tätig zu sein. Von ihm kam auch der Erlass, dass jeder päpstliche Gesandte einen jesuitischen Berater unter seinem persönlichen Stab haben musste. Hier folgt eine Zusammenfassung des Directorium Inquisitorum, das übersetzt wurde von J.P. Callender 1838. Jetzt haben wir gerade eben drüber gelesen, über die Organisation der Inquisition mehr oder weniger, wie die römisch-katholische Kirche den Staat sich zum Vasallen macht, um die Ketzer aufzuspüren, wie die organisiert werden. Und jetzt werden wir in dem Directorium Inquisitorum definieren, was Ketzer sind. Derjenige ist ein Ketzer, der nicht der Lehre der römischen Hierarchie glaubt. Also wenn du als bibelgläubiger Christ hier sitzt, dir diese Lesung anhörst und sagst, ich glaube an die Bibel und die Bibel alleine und nicht an das, was die römisch-katholische Kirche lehrt, dann bist du automatisch ein Ketzer. Ja? Und dann wird mit dir genau das alles veranstaltet, was wir gerade eben in der Bulle gelesen haben. Ein Ketzer verdient die Schmerzen des Feuers durch das Evangelium, des Kanons, des Zivilrechts und den Traditionen.
Ketzer müssen verbrannt werden. Auto da fe. Allein wegen des Verdachts der Ketzerei wird deren Reinigung gefordert. Also Verbrennung. Reinigung ist hier ein anderes Wort für lebendig verbrennen. Richter, die sich weigern, den Eid zur Verteidigung der Lehre zu leisten, werden der Ketzerei verdächtigt. Also wenn du dich als Richter weigerst, um solche Leute zu verurteilen, dann wirst du selbst verurteilt. Ablässe zur Vergebung aller Sünden gehören denen, die mit dem Kreuz für die Verfolgung von Ketzern unterschrieben haben. Jeder einzelne von ihnen hat die Erlaubnis, einen Ketzer zu töten. Ketzer können gezwungen werden, den katholischen Glauben anzunehmen. In der römisch-katholischen Kirche heißt das, konvertiere oder stirb. Ein Ketzer, der an allen Orten sündigt, kann überall gerichtet werden. Ketzer genießen keine gesetzlichen oder gleichberechtigten Privilegien. Wir haben dazu in Deutsch auch den Ausdruck, ein Ketzer ist vogelfrei. Die Waren von Ketzern sind zu betrachten wie unter Begehung eines Verbrechens erworben und dürfen von daher beschlagnahmt werden. Der Papst kann auch neue Glaubensartikel erlassen. Also mit anderen Worten, man kann vom einen auf den anderen Tag Ketzer werden, weil man nämlich von diesem neuen Glaubensartikel vielleicht keine Kenntnis hat. Da sagen sie doch heute so schön, dem Land, in dem wir hier leben, der Bürger ist oder wird betrachtet, das Gesetz zu kennen. Ja? Also bei mir in Belgien ist das so. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland auch so ist. Aber hier wird tatsächlich angenommen, dass wenn du hier in diesem Land lebst, dann musst du das Gesetz kennen. Und wenn die morgen das Gesetz ändern und du kennst es nicht, verstößt dagegen, dann hast du Pech. In der Bibel hat Paulus mal gesagt, wenn ich das Gesetz nicht kannte, dann würde ich die Sünde nicht kennen. Oder ich würde die Sünde nicht kennen, wenn ich das Gesetz nicht kenne. Ja? Also zeig mir das Gesetz und ich weiß, dass ich sünde und dann kann ich davon, dann kann ich bereuen. So ist es göttlich. Aber hier in diesem Land, wo ich lebe, hier in Belgien, wahrscheinlich in Deutschland auch nicht viel anders, wirst du als Bürger verunterstellt, das Gesetz zu kennen und damit das Gesetz zu folgen. Und hier steht ganz klar, der Papst kann neue Glaubensartikel erlassen. Wenn der Papst also neue Glaubensartikel erlässt und ich kenne sie nicht, ich verstoße dagegen, dann bin ich auf einmal ein Ketzer. Definitionen von Päpsten und Räten sind als unfehlbar zu betrachten. Inquisitoren dürfen Zeugen foltern, um die Wahrheit zu erfahren. Es ist lobenswert, diejenigen zu foltern, die sich der Ketzerei schuldig gemacht haben. Der Papst hat die Macht über Ungläubige. Die Kirche kann und darf und wird Kriege gegen Ungläubige führen. Diejenigen, die mit einem begründeten Verdacht der Ketzerei beschuldigt werden, sind als Ketzer zu behandeln. Begründeter Verdacht. Das heißt, ich muss keine Beweise bringen. Ich muss nur meinen Verdacht begründen. Gib mir mal einen Grund, warum das so ist. Ja, ich sag das. Ah ja, okay, dann ist das begründet. Es muss überhaupt kein Beweis gebracht werden. Die pure, aus dem blauen Himmel gerissene Anklage, dass jemand ein Ketzer ist, ist genügend, um dich der Ketzerei zu beschuldigen. Es muss kein Beweis vorgelegt werden. Ein begründeter Verdacht ist genug. Ein Verdacht, da steht nicht bei, dass Beweis dafür gebracht werden muss. Einfach nur der Verdacht. Man kann ihn auch Terrorist nennen. Ja, natürlich. Das Wort Terrorist und Ketzer ist in der Hinsicht absolut austauschbar. Ganz richtig bemerkt. Inquisitoren dürfen Ketzer gegen Ketzer aussagen lassen, jedoch nur als gegenseitige Ankläger. Und es ist nicht so, wenn du als Ketzer angeklagt bist und sagst gegen einen anderen Ketzer aus, dass du irgendwelche Erleichterung deiner eigenen Schuld bekommst. Nein, 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 nein. Du darfst gegen andere Ketzer aussagen. Das heißt, du darfst andere in dasselbe Unglück reißen, in dem du dich befindest. Weil es reicht ja,
der begründete Verdacht. Wenn ich als Ketzer, ja, sowieso schon im schlechten Licht mit der geistlichen Macht stehe und dann jemand anderen auch noch deswegen anklage, dann reiße ich den in meinen eigenen Mist mit hinunter und ich muss wahrscheinlich noch nicht mal Beweise dafür bringen, weil es reicht der begründete Verdacht. Inquisitoren dürfen nicht die Namen von Informanten, Zeugen und Anklägern nennen. Mit anderen Worten, ich werde eines Verbrechens angeklagt, ohne zu wissen, wer mich dessen anklagt. Und ich weiß oftmals nicht mal, wessen ich angeklagt werde. Bußfertige Ketzer können nur zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Inquisitoren können ihre Ausgaben und die Gehälter ihrer Angestellten aus dem Eigentum von Ketzern bezahlen. Das haben wir gerade in der Bulle mehr als zur Genüge gelesen. Die Inquisitoren genießen die Vorteile eines vollkommenen Ablasses. Also sie können überhaupt nicht sünden, denn sie haben die vollständige päpstliche Vergebung aller Sünden zu allen Zeiten im Leben wie im Tod. Das war das Directorum Inquisitorum. Und ich denke, das passt sehr gut zu dem Lesen der Bulle Ad Extirpanda und zu dem Thema in Babylon Mysterien, Religion, die unmenschliche Inquisition, die wir hier im vierten Kapitel behandeln. Ich gehe jetzt noch einmal den ersten Teil lesen, den wir ja bereits in der letzten Sendung gelesen hatten, aber das ist ja schon so lange her. Wir lesen es einfach nochmal ohne Kommentar und gehen dann weiter in das Kapitel rein. Und nebenbei werde ich den vorbereiteten Film über die Inquisition hier abspielen, dass wir ein paar bewegte Inquisitionsbilder zu dem Lesen hier haben. Also die Verfolgung der Protestierenden. Die abgefallene Kirche wurde im Mittelalter so offensichtlich korrupt, dass wir sehr gut verstehen können, warum an vielen Orten Menschen aufgestanden sind und protestiert haben. Es gab viele solcher edlen Seelen, die die falschen Behauptungen des Papstes ablehnten und stattdessen beim Herrn Jesus das Heil und die Wahrheit suchten. Sie wurden Ketzer genannt und von der römisch-katholischen Kirche bis aufs Äußerste verfolgt. Eines der Dokumente, in dem solche Verfolgungen angeordnet wurden, war die unmenschliche Bulle Ad Extirpanda, die von Papst Innozenz IV. Im Jahre 1252 im 9. Jahr seines Pontifikats herausgegeben wurde. In dem Dokument steht, wie wir bereits gelesen haben, dass Ketzer wie Giftschlangen vernichtet werden sollen. Es wird darin offiziell die Anwendung der Folter befürwortet. Den staatlichen Regierungen wurde aufgetragen, Ketzer zu verbrennen, auto da fe. Die oben erwähnte Bulle Ad Extirpanda blieb von da an ein fundamentales Dokument der Inquisition, erneuert oder bestätigt von etlichen Antichristen, Alexander IV., Clemens IV., Nikolaus IV. Und Bonifaz VIII. Und auch noch anderen. Die Zivilregierungen wurden deshalb eindringlich von den Päpsten unter Androhung der Exkommunikation ermahnt, die gerichtlichen Urteile zu vollstrecken. Das hatten wir ja auch deutlich in der Bulle gelesen. Ja, da steht das ja ganz deutlich drin. Und wenn ich mich weigere, diese Dinge durchzuführen, dann werde ich selbst als Ketzer betrachtet und verurteilt und behandelt. Ja? Die Zivilregierungen wurden deshalb eindringlich von den Päpsten unter Androhung der Exkommunikation ermahnt, die gerichtlichen Urteile zu vollstrecken, die die reuelosen Ketzer zum Tod durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen verdammten. Exkommunikation, was heißt denn das? Ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Zivilregierungen oder die Leute, die eben dann hier die Urteile vollstrecken müssen und das halt nicht tun wollen, dass die exkommuniziert worden, müssen davon ausgehen, dass das Katholiken sind. Wenn ich exkommuniziert wäre, dann kann ich die Sakramente nicht mehr erhalten. Wenn ich die Sakramente der römisch-katholischen Kirche nicht mehr erhalten kann, dann komme ich nicht in den Himmel. Das heißt, mit anderen Worten, ich bin exkommuniziert, ich habe keine Erlösung. Und da ich keine Erlösung habe, da mir damit gedroht wird, mache ich mehr oder weniger alles, was mir die weltliche Macht, was mir hier die geistige Macht befiehlt. Na? Es soll bemerkt werden, fährt der Autor fort, dass die Exkommunikation keine Kleinigkeit war. Denn wenn es jemandem, der exkommuniziert wurde, nicht gelang, sich innerhalb eines Jahres davon zu befreien,
also seine Exkommunikation, rückgängig zu machen, wurde er aufgrund der Gesetzgebung dieser Zeit als Ketzer betrachtet und zog somit alle Strafen, die für Ketzerei galten, auf sich selbst. Ja, das Bild der Streckbank sehen wir in dem Video und hier in dem Buch auch nochmal. Und hier nehmen wir das, was ihr als eiserne Jungfrau kennt. Ja, das ist nicht nur, dass man da reingetan wird, das ist noch viel schlimmer. Das werden wir jetzt gleich lesen. Die teuflische Untersuchung heißt die Inquisition auch. In diesen Tagen dachten Menschen lange nach, um Methoden zu erfinden, die die größten Qualen und Schmerzen verursachten. Ich kann euch sagen, der menschliche Geist ist erfindungsreich, wenn es darum geht, seinen Mitmenschen zu foltern und zu quälen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieser Film, der hier nebenbei läuft, der gibt uns ein klein wenig Einsicht daran, aber es ist noch viel schlimmer, als wir uns in unseren schlimmsten Träumen vorstellen können. Eine der beliebtesten Methoden war die Verwendung der Folterbank oder Streckbank, die wir gerade eben oben auf der letzten Seite sahen. Dies war ein langer Tisch, auf dem der Angeklagte an Händen und Füßen festgebunden wurde, mit dem Rücken nach unten. Mit Seil und Winde wurde er dann gestreckt. Das renkte die Gelenke aus und verursachte große Schmerzen. Schwere Zangen wurden verwendet, um Fingernägel herauszuziehen. Oder wurden glühend heiß gemacht, um damit Schmerzen an verschiedenen Körperteilen zu verursachen. Über Rollen mit scharfen Messerklingen und Stacheln wurden die Ketzer vor- und rückwärts gerollt. Da gab es die Daumenschraube, ein Werkzeug, mit dem man Finger ausrenkte, spanische Stiefel, ja, da habe ich hier einen Link, den werde ich mal kurz reinkopieren, das ist eine Bildersuche, die ich damals nach spanischen Stiefeln gemacht habe. Das werden wir uns mal kurz anschauen. Stoppen wir den Film mal. Und da gucken wir uns mal ein paar Bilder an von spanischen Stiefeln. Ja. Wenn ihr also das in die Inquisition eingebt, dann findet ihr diese Bilder alle mal. Hier sind die spanischen Stiefel. Wir sehen auch noch andere Dinge. Wir sehen hier zum Beispiel, wie sie hier angebracht werden mit einem Hammer. Ja. Hier sehen wir, wie jemand lebendig zersägt wird und ich kann euch sagen, da stirbt man leider erst viel später, als ihr annehmt. Das dauert eine ganze Weile, was der Körper da ertragen kann. Lebendig, ohne irgendwelche Narkose oder was auch immer, wird man hier in zwei Stücke gesägt. Wie ein totes Stück Rind hängt man da runter. Ja. Hier zum Beispiel gibt es einen metallenen Bullen, da habe ich auch ein Bild von. Da wird man reingesteckt, da wird da ein Feuer drunter gemacht und da wird man lebendig gegrillt. Und die Schreie von dir, die kommen hier durch die Nüstern dieses Bullen raus. Ja. Da gibt es ja sowas Ähnliches im Keltischen mit dem Wicker Man. Ne? Ja, der Wicker Man ist ja das lebendige Verbrennen. Ne? Genau. Das lebendige Verbrennen ist ja meines Erachtens noch ein gnädiger Tod gegenüber so lebendig in zwei gesägt zu werden. Ja, ich will das jetzt nicht vergleichen. Ich will halt nur sagen, diese Sachen sind dann quasi übernommen oder kommen dann halt einfach aus dem Heidnischen. Natürlich wie alles andere auch. Wo soll es denn sonst herkommen? Das steht ja nicht in der Bibel drinnen. Ne? Da steht ja in der Bibel drin, du sollst für deine Feinde beten und liebet eure Feinde, liebet euren Nächsten wie euch selber. Und ja, deswegen, also das ist natürlich klar, wo es dann herkommt. Ne? Es hat alles denselben Ursprung. Ja. Und diese spanischen Stiefel heißt halt, dass man seine Knie in diese eisernen Dinger reingenagelt bekommt. Hier auch zum Beispiel, das sind die Daumenschrauben. Ne? Und solche Sachen, das ist nicht nur für die Daumen. Also braucht man eigentlich schon ziemlich starke Nerven, um das durchzublättern und sich anzuschauen. Das braucht man hier bei diesem Film auch, der hier nebenbei läuft. Aber wie gesagt, die spanischen Stiefel, schon mal ganz interessant. Die eiserne Jungfrau, die hatten wir ja auch gerade eben gesehen in dem Bild. Ne? Also die spanischen Stiefel wurden gebraucht, um Beine und Füße zu zermalmen. Die eiserne Jungfrau war ein hohles Gerät, das die Größe und Gestalt einer Frau hatte. Messer waren in einer Art und Weise und unter solchem Druck angebracht, dass die Angeklagten durch die tödliche Umarmung der eisernen Jungfrau aufgeschlitzt wurden. Dieses Foltergerät wurde dann mit geweihtem Wasser besprengt und auf Lateinisch beschriftet mit Gott allein sei die Ehre. Oder wie es im Motto der Jesuiten heißt, Ad Majorem de Gloria. Und, meine Lieben, es ist nicht so, dass man in diese Eiserjungfrau nur durch diese Messer hier aufgeschlitzt wird,
sondern es gab auch noch verschiedene Öffnungen, durch die teilweise siedendes Öl eingegossen wurde. Genau wie in der Maske, die wir hier später in dem Film noch sehen werden, die den Menschen aufgesetzt wird und die solche Tunnel an den Ohren hat, solche Hörner an den Ohren hat, durch das man auch siedendes Öl reingießen kann auf euer Gesicht, da ihr ja Ketzer seid. Hier sehen wir eine Exekution von Protestanten in den Niederlanden im 16. Jahrhundert. Es wurden Opfern, nachdem man ihnen die Kleider ausgezogen hatte, die Arme mit einem rauen Strick auf ihrem Rücken zusammengebunden. An ihren Füßen wurden Gewichte angebracht. Mit einem Flaschenzug wurden sie um die Mittagszeit im Freien aufgehängt oder rockartig heruntergelassen oder hochgezogen, was dazu führte, dass Gliedmaßen ausgerenkt wurden. Während solche Folterungen durchgeführt wurden, erhielten Priester Kreuze hoch und versuchten, die Ketzer zum Widerruf ihrer Überzeugung zu bringen. In Ridpath's History of the World, also Ridpath's Weltgeschichte, finden wir eine Illustration der Arbeit der Inquisition in Holland, also in den Niederlanden. 21 Protestanten hängen an einem Baum. Ein Mann, der sich gerade auf der Leiter befindet, soll aufgehängt werden. Unter ihm steht ein Priester, der ein Kreuz hochhält, wie wir hier ja in dem Bild sehen, das über uns ist. Im Jahre 1554 wurde Francis Gamba, ein Lombarde von protestantischer Überzeugung, festgenommen. Ja, wir haben ja gerade gelernt, Lombardei ist ja auch einer der Plätze, da wo die Bulle galt, die wir gerade gelesen hatten, und von einem Mailänder Gericht zum Tode verurteilt. Auf dem Hinrichtungsplatz hielt ihm ein Mönch ein Kreuz hin. Gamba sagte zu ihm, mein Innerstes ist so voll von den wahren Vorzügen und von der wahren Güte des Christus, dass ich nicht ein Stückchen eines sinnlosen Stockes, der mich an ihn erinnern soll, brauche. Für diese Äußerung wurde seine Zunge durchbohrt und danach wurde er verbrannt, lebendig verbrannt. Einigen, die die Lehren der römischen Kirche ablehnten, wurde geschmolzenes Blei in Ohren und Münder gegossen. Den einen wurden die Augen ausgestochen, andere wurden grausam mit Peitschen geschlagen. Einige wurden gezwungen, von Klippen auf lange unten angebrachte Nägel zu springen, wo sie, zitternd vor Schmerzen, langsam starben. Andere wurden mit übel zugerichteten Teilen ihres eigenen Körpers erwürgt oder auch mit Urin oder Exkrementen erstickt. In der Nacht wurden die Opfer der Inquisition eng am Boden oder an die Wand angekettet, wo sie hilflose Opfer von Ratten und Ungeziefer waren, die solche blutigen Folterkammern bevölkerten. Es gab auch Kreuzzüge gegen die Ketzer in Europa. Die religiöse Intoleranz, die der Grund für die Inquisition war, verursachte Kriege, in die ganze Städte hineingezogen wurden. Im Jahre 1209 wurde die Stadt Béziers, Südfrankreich, von Männern eingenommen, denen der Papst versprochen hatte, dass, wenn sie an dem Kreuzzug gegen die Ketzer teilnehmen, sie nach ihrem Tod vom Fegefeuer verschont sofort in den Himmel kämen. Das gleiche, was mohammedanische Imame heute mohammedanischen Selbstmordterroristen auch versprechen. Sofort in den Himmel kommen zu 72 Jungfrauen. Es wird berichtet, dass 60.000 Menschen in dieser Stadt Béziers durch das Schwert umkamen, während das Blut die Straßen herunterlief. Im Jahr 1211 in Lavour wurde der Bürgermeister an einen Galgen aufgehängt und seine Frau in einem Brunnen gesteinigt. 400 Menschen wurden in dieser Stadt lebendig verbrannt. Die Kreuzfahrer besuchten am Morgen das Hochamt und fuhren dann fort, andere Städte des Gebietes einzunehmen. Es wird geschätzt, dass in diesem Krieg 100.000 Albigenser, das sind südfranzösische Protestanten, nicht im Sinne der Reformation, die also biblisch gesehen auch einen Unglauben vertreten, aber nichtsdestotrotz von der römisch-katholischen Kirche als Ketzer behandelt wurden und nichtsdestotrotz vor allen Dingen von der römisch-katholischen Kirche verfolgt wurden, weil die Bibel spricht ja nicht davon, Andersgläubige zu verfolgen. Aber die Albigenser waren eben keine Protestanten im Sinne der Reformation, dass davon 100.000 in diesem Krieg an einem einzigen Tag fielen. Ihre Leichen wurden zusammengehäuft und verbrannt.
hier ist der Bulle im Bild, wo man unter das Feuer macht und euch dann da lebendig drin grillt. Bei dem Massaker von Merindol wurden 500 Frauen in eine Scheune eingesperrt, die angezündet wurde. Wenn eine von ihnen aus dem Fenster sprang, landete sie auf Speerspitzen. Frauen wurden öffentlich aufs Jämmerlichste gequält. Kinder wurden vor ihren Eltern ermordet, die keine Macht hatten, sie zu schützen. Manche wurden von den Klippen geschleudert oder ihrer Kleider entrissen, durch die Straßen geschleift. Beim Massaker von Orange im Jahre 1562 wurden ähnliche Methoden angewandt. Die italienische Armee wurde von Antichrist Pius IV. Ausgesandt, um Männer, Frauen und Kinder zu ermorden. Der Auftrag wurde mit schrecklicher Grausamkeit ausgeführt. Die Menschen wurden der Schmach und der Folter jeglicher Art ausgeliefert. 10.000 Hugenotten, das sind französische Protestanten, wurden in dem blutigen Massaker von Paris im Jahre 1572 am St. Bartholomäustag umgebracht. 10.000 steht hier, andere Zahlen sprechen von 50.000 und in den nachfolgenden Wochen sprechen wir von einer Gesamtzahl von mindestens 70 bis über 100.000 Hugenotten, die nach Anleitung des St. Bartholomäus-Massakers gestorben sind. Der französische König ging daraufhin zur Messe, um feierlichen Dank darzubringen, dass so viele Ketzer umgebracht worden waren. Dieser französische König hatte sich übrigens verheiratet mit Katharina de' Medici. Der päpstliche Hof empfing die Nachricht mit großer Freude und Papst Gregor XIII. Suchte in einer großen Prozession die St. Ludwigskirche auf, um Dank zu sagen. Er ordnete an, in der päpstlichen Münzanstalt Münzen prägen zu lassen, zum Gedenken an dieses Ereignis. Die Münzen zeigten einen Engel mit einem Schwert in der einen Hand und einem Kreuz in der anderen, vor dem eine Gruppe von Hugenotten mit angstverzerrten Gesichtern flieht. Und ja, ich habe ein Bild oder ich habe Bilder von dieser Münze und ich werde sie euch eben zeigen. Wir sind auch schon über eine Stunde, ich muss gleich mal gucken, wie weit wir noch weiterlesen können oder ob wir sonst vielleicht den Sprung machen, nächste Woche weiterzulesen. Ja, hier ist die Münze auch nur aus dem Buch abgebildet. Ich habe das anders noch. Da muss ich mal unter Coin gucken. Ich weiß ja immer nicht, unter welchem Stichwort ich das abspeichere. Ah, hier, Gregor der 13. Hier haben wir sie. Das ist die Münze, die nach Anleitung des St. Bartholomäus-Massaker gemacht wurde. Also hier haben wir den Namen Gregorius der 13., ne? Pontifex Maximus, also der Papst Gregor der 13. Und hier steht die Schrift kann ich jetzt hier nicht lesen, da kann ich nicht sehen, was das jetzt genau heißen soll. Das ist wahrscheinlich auch in Latein eingeritzt. Aber hier ist halt die Himmelskönigin, wenn man so will. Mit Kreuz in der einen, Schwert in der anderen Hand und Flügeln hinten dran, wo sie hier die Hugenotten vernichtet im St. Bartholomäus Massaker. Das ist die Münze. Das ist eine marianische Münze. Ich weiß nicht, habe ich sonst noch eine? Maryland. Ne, Caesar hier. Ne, das war's. Das war's mit den Münzen. Aber das konnte man ja, glaube ich, soweit ganz gut erkennen. Okay. Das waren die hier. Ne? Nochmal eben ins Gedächtnis einrufen. So, mal eben gucken, wie weit das noch geht. Ah, das lesen wir eben noch locker zu Ende. Ne? Wir können dann zwar das Video nicht ganz zu Ende schauen, aber das ist ja nicht so wild. Das ist ja sowieso nur zur Untermalung dessen, was gelesen wird. Also, die Münzen zeigten einen Engel mit einem Schwert in der einen Hand und einem Kreuz in der anderen, ein Engel oder die Himmelskönigin oder was immer man da rein interpretieren will, vor dem eine Gruppe von Hugenotten mit angstverzerrten Gesichtern flieht. Die Worte Hugonotorum Strange 1572, was bedeutet das Schlachten der Hugenotten im Jahr 1572, erschien auf den Münzen.
Eine Illustration aus Rietperts Weltgeschichte, wie sie unten zu sehen ist, zeigt ein Beispiel der Ausführung der Inquisition in Holland oder in den Niederlanden. Ein protestantischer Mann hängt mit seinen Füßen an einem Stock. Ein Schürhaken wird im Feuer erhitzt, um ihn zu brandmarken und zu blenden. Ja, das sehen wir hier. Ja. Einige der Päpste, die heute als Große gefeiert werden, ja, wir dürfen uns daran erinnern, dass Innozenz III., der Gründer der Inquisition, mit einer Büste, das nervt mich so, wenn ich nicht auf den Namen komme. Innozenz der Dritte, suchen wir es mal eben raus hier, dass ich auf den Namen komme. Hier, das ist im Kongress so eine Medaille, das ist an der Wand verewigt im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Innozenz der Dritte, der Papst, der die Inquisition eingeführt hatte, ja, der wird als Großer gefeiert. Der ist in dem protestantischen, in dem zwischen Anführungszeichen christlichsten Land der Welt, Vereinigten Staaten von Amerika, im Kongress mit so einer Büste, ja, ich würde es mal eine Büste nennen, oder wie auch immer, mit so einer Medaille da oder was auch immer an der Wand ausgezeichnet. Er ist nicht alleine. Moses hängt da auch noch und noch andere Päpste, aber Innozenz der Dritte hängt da drin. In dem sogenannten christlichen Land. Warum hängt der da im Kongress? Ja? Einige der Päpste, die heute als Große gefeiert werden, lebten in dieser Zeit, hatten Ansehen und Macht. Die Zeit der Inquisition, meine lieben Brüder und Schwestern, umfasst ungefähr 600 Jahre, von 1203 bis 1805. Wenn ich mich nicht irre, sind es 96 Päpste, die in der Zeit regierten und in der Zeit für die Inquisition gesorgt haben. Warum haben sie nicht die Kerkertüren geöffnet und das mörderische Feuer erstickt, das den Himmel von Europa für Jahrhunderte verdunkelte? Wenn man auch den Verkauf von Ablassbriefen, das Anbeten von Statuen als Götzendienst oder die Tatsache, dass Päpste in Unzucht gelebt haben, als Missbräuche erklären kann oder diese Vorkommnisse damit entschuldigen zu können, glaubt, dass sie entgegen der offiziellen Gesetze der Kirche geschehen seien, was ist aber mit der Inquisition? Man kann sie nicht so leicht mit irgendwelchen Erklärungen vom Tisch fegen. Denn obwohl es manchmal geschehen ist, dass Folterungen über das eigentlich Vorgeschriebene hinaus ausgeführt wurden, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Inquisition auf päpstlichen Erlass hin ausgeführt wurde und von Papst zu Papst bestätigt wurde. Ist es jemandem möglich zu glauben, dass solche Handlungen den repräsentieren, der sagte, man solle die andere Wange hinhalten, unseren Feinden vergeben und an denen Gutes tun, die uns Unrecht tun? Da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Kann die römisch-katholische Kirche tatsächlich christlich sein, wenn diese Taten ihr nicht nur angelastet werden, sondern wenn sie diese Taten auch tatsächlich verübt hat und noch verübt, weil das hier, meine lieben Brüder und Schwestern, ist das Siegel der Glaubenskongregation. Ja, so nennt sich die Inquisition heute. Das ist das Wappen des gegenwärtigen Papstes der Inquisition mit dem IHS-Zeichen drin und allem drum und dran. Die römisch-katholische Kirche steht zu der Inquisition. Sie hat sie nie geleugnet. Sie wird sie auch nie leugnen. Ist das Ausdruck von Jesus Christus, der, wie wir gerade eben gelesen haben, sagt, liebe deine Feinde, tue denen Gutes, die dir Böses wollen und vergib den anderen? Ich glaube, dass Leute, die solche Videos wie dieses hier schauen, Bücher darüber lesen und trotzdem am Sonntag in die römisch-katholische Kirche gehen, dass die einfach weniger Intelligenzquotient haben als getoastetes Brot. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man mit offenen Augen nicht sehen? Wie kann man mit offenen Ohren nicht hören? Wie kann man den Lügen dieses Menschen in der römisch-katholischen Kirche glauben, wenn man die Beweise immer und immer wieder vorgeschüsselt bekommt? Und das in der Vergangenheit durch die Lehre von diesen Büchern, durch die Lehre auch der Bibel, weil auch die Bibel ist ja voll von Geschichten über Verfolgung der,
der Heiligen, also der Lebenden, derjenigen in Jesus Christus, vor allen Dingen im Buch der Offenbarung, kommt es immer wieder vor. Ich kann meine Augen davor doch nicht verschließen und einfach wieder in die Kirche gehen. Ich kann das nur so erklären, dass es die Leute einfach nicht interessiert. Es interessiert nicht. Auch die Vergangenheit interessiert nicht. Und wenn ihr heute ein wenig Interesse gewonnen habt, um mehr über die Inquisition zu erfahren, dann möchte ich euch ganz, ganz warm ans Herz legen, das Buch Geschichte des Protestantismus von James Edgar Wiley in Englisch. Ich weiß, ich kann es nicht helfen. Es ist drei Bände dick in Englisch und es handelt auch an vielen Stellen von den Verfolgungen über die Waldenser, die Vaudois. Auch natürlich in meiner Inquisitionslesung kommen diese ganzen Dinge sehr intensiv vor, viel ausführlicher als jetzt in diesem Buch. Aber das Buch von James Edgar Wiley kann ich euch ganz sicher empfehlen. Und auch, es gibt ein deutsches Buch oder ein ins Deutsche übersetzte Buch. Das ist nämlich Foxes Buch der Märtyrer. Das habe ich auch hier auf meinem Computer als PDF. Das kann man auch im Internet finden. Ich glaube, ich werde es auch mal in die Tage auf meinem Archive, in meiner Archive-Bibliothek hochladen. Ich hatte eigentlich auch mal vor, das Buch zu lesen. Nur im Augenblick ist da noch eine Sache, die mich da ganz stark von abhält, um es zu tun, obwohl es ein unglaublich sehr, sehr gutes Buch ist. Aber eine Sache hält mich im Augenblick davon noch ab, das zu tun, und da werde ich ein anderes Mal drüber sprechen. Wir haben also jetzt die Inquisition in zwei Sendungen, in der 15. und 16. Lesung in dem Buch Babylon, Mysterien, Religion abgehakt, gehen nächstes Mal in das 15. Kapitel über. Und ich danke euch allen dafür, dass ihr anwesend wart bei dieser Lesung, und möchte eben natürlich noch meinem Bruder Michael, der gar nicht so laut pfeifen braucht, ich habe schon längst verstanden, dass du was wolltest, gerne noch einen abschließenden Kommentar geben. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank für die interessante, aber auch sehr anstrengende, auch visuell anstrengende Lesung, weil die Inhalte, die da sind, die sind, glaube ich, für viele irgendwie in dem Bereich der Fantasy oder der Horrorfilme anzusiedeln, und für viele, denke ich, mir auch schwer zu verstehen und schwer umzusetzen, dass das hier mal ja quasi Alltag gewesen ist im Mittelalter, ne? Im sogenannten dunklen Mittelalter, und dass diese Geschichten auf die eine oder andere Form dann auch wiederkehren werden, weil die Kirche sich halt nie verändert, ne? Worauf ich nochmal hinaus will, ist, du hattest eben ganz richtig gesagt, dass also die Selbstmordattentäter im islamischen Glauben dann halt von der sogenannten Belohnung im Paradies durch die Jungfrauen da profitieren. Ich habe zwei verschiedene Ausgaben vom Koran, so einmal eine richtig schöne gebundene, die man so quasi so Menschen verschenken kann, und ich habe auch die Ausgabe vom Koran, die meines Wissens nach in den deutschen Lehranstalten hier verbreitet ist, und in beiden steht halt in der Sure 44, 54 drinne, dass eben da von Huris die Rede ist, also H-U-R-I-S, ja. Das sind dann die sogenannten, ja, Jungfrauen, wenn du so willst, ne? Eigentlich heißt das wohl offensichtlich übersetzt die Weißen, also die Hellhäutigen, die Weißen, die Jungfrauen und so weiter. Und da wird halt von großäugig und großbusig gesprochen und so weiter. Aber es gibt keine einzige Zahl im Koran, die jetzt auf die Anzahl hinweisen würde. Die Wikipedia spricht davon, dass die Zahl 72 angeblich bedeutet so viel wie reichlich. Es ist meiner Meinung nach komplett umgekehrt, oder es ist zumindest nicht richtig. Meiner Meinung nach ist die Zahl 72 deswegen eine magische Zahl, weil sie halt in vielen Religionen verbreitet ist. Und wenn du dir beispielsweise mal guckst, dass im ja, in der Magie hat halt 72 halt so eine Vollkommenheitszahl, weil sie mit beispielsweise 3x24 Stunden entspricht, ne? Also das ist so ganz, ganz viel in magischen Zirkeln ist es dann halt 72 eine entsprechende Zahl. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nur irgendwelchen Kommentaren vorgreifen unter dem Video vielleicht, die da sagen von wegen, boah, da steht doch gar nicht da. Nein, stimmt, steht nicht da, wird allgemein so kolportiert. Und wie gesagt, die 72 kommt aus einer anderen Ecke eigentlich. Aber es steht definitiv da drin in dem Koran 44, 54, wir geben ihnen großäugige Huris als Gattinnen. Und sie verlangen in den Paradiesgärten in Sicherheit und Frieden nach allerlei Früchten. Das ist das, was da drin steht. Wollte ich nur noch mal eben ergänzen. Es ist wunderbar, dass du mich auf diese Zu-Kurz-Kommung, die ich da gemacht habe, hinweist. Ich möchte das mit den einfachen Worten abschließen. Der Koran ist sowieso vom ersten bis zum letzten Wort ein erlogenes Buch. Und damit ist alles gesagt, was zu diesem Thema zu sagen ist. Auch wenn mich jetzt vielleicht viele angreifen, deswegen, das ist mir aber völlig wurscht.
Es gibt nur ein Buch, in dem vom ersten bis zum letzten Wort alles Wahrheit ist. Das ist die Heilige Schrift, die Bibel. Und bis zum nächsten Mal rufe ich euch auf, bis zur 17. Lesung, die wir dann wohl beginnen, wenn ich jetzt nicht aus dem Zähler gekommen bin, vom Babylon Mysterien Religion. Lest eure Bibel. Maranatha.